Ja, hallo, willkommen in der Werkstatt. Heute mal einen kurzen und einfachen Videosnack für zwischendurch. Und zwar habe ich hier einen Ventilator. Natürlich jetzt hier heiß gefragt bei dem Wetter. Bei dem aus völlig unerfindlichen Gründen plötzlich und unerwartet einer der Stifte vom Stecker abgegangen ist. Das sind immer so Sachen, die hier irgendwie so völlig spontan passieren. Kann sich immer niemand erklären. So, mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie hier so hingezogen kriege. So. Ich werde jetzt also diesen Stecker wechseln. Denkt man jetzt, oh, ist ja alles ganz einfach hier, einfach einen neuen Stecker ranschrauben und so. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die man dabei... Ich muss mal irgendwie meinen richtigen Videoausschnitt finden hier. So. Es gibt schon ein paar Sachen, die man dabei beachten sollte. Und ja, darüber rede ich jetzt hier mal nebenbei ein bisschen. Hier ist der neue Stecker schon mal. Der sieht genauso aus. Ein wunderschöner Euro-Stecker. Also es geht schon los beim Kabel abkneifen. Es macht durchaus Sinn, das Kabel hier vorne an der Zugentlastung abzukneifen. Weil ich so nämlich vielleicht drum herum komme, die Kabelmarke hier umsetzen zu müssen. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber jetzt habe ich hier vorne das Stück hier, das kann ich jetzt hier abmachen. Das ist alles ein bisschen mühsam, aber ich habe einen Zentimeter mehr Kabel. Manchmal ist ein Zentimeter Kabel sogar wichtig, weil das dann der Zentimeter ist, der einen am Ende sonst fehlt. So, okay. Kabel. Ich vermute mal, das wird aber trotzdem nicht ganz reichen hier. Das darf ich nicht vergessen, Ruf zu fehlen. So, das ist der Stecker, der neue. Ja. So, weiter. Ja, da habe ich wohl den Zonk. Da muss ich die Kabelmarke abmachen. Eigentlich müsste ich es ja dann auch neu prüfen, aber bei einem schutzisolierten Gerät besteht die Prüfung im Grunde daraus, dass der Elektriker einmal drauf guckt. Kann ich nicht viel messen, hier gibt es keine Ableitströme, hier gibt es keinen Isolationswiderstand zu messen, nichts. Existiert hier alles nicht. Das heißt, man macht eine Sichtprüfung, prüft die Funktion und ist dann im Grunde fertig. So. Dem Kabel hier machen. Mal so ein Stückchen hier brauchen wir. Bisschen anritzen hier vorsichtig. Und hoffen, dass man nicht in die Adern schneidet. So. Dann will ich das hier mal aufstecken, bevor ich es vergesse. Passt alles perfekt, weil das eben alles für dieses Euro-Flachkabel hier vorkonfektioniert ist. So. Und jetzt sieht man schon das erste Problem hier. Und zwar sind die Löcher hier für die Verschraubung, die sind senkrecht zum Stift. Das heißt, ich muss meine Drähte von oben oder von unten hier einfädeln. Das ist insofern ein Problem, weil man diese Drahtenden nicht einfach als Fusseln hier reinstecken darf. Also ich darf jetzt nicht einfach hergehen und sagen, hier, ich isoliere die jetzt einfach mal hier ab. So, bisschen zusammengedreht, reingesteckt und angeschraubt. Das sollte man nicht tun, und zwar aus folgendem Grund. Die einzelnen Kupferfädchen hier, die sind ja relativ dünn und schwach. Und wenn ich jetzt hier eine Schraube reindrehe, dann ist die Kante von der Schraube, die schneidet sich hier rein. Das heißt, einige Drähte sitzen dann hier drunter und werden eventuell zerschnitten von der Schraube. Das heißt, die fallen dann sowieso ab. Einige Drähte sitzen dann vielleicht neben der Schraube, weil sich das Ganze dann wieder breit drückt und haben gar keinen Halt. Und irgendwann fällt mir der ganze Mist einfach ab. So, es gibt jetzt also zwei Möglichkeiten. Entweder die eine Möglichkeit ist, ich mache eine Adereinhülse drüber.
Das ist eigentlich das, was man eigentlich machen soll. Das sind also diese Dinger hier. Problem ist nur, wenn ich jetzt eine Aderentlöse drüber mache, kann das ja mal zeigen. So, hier stecke ich jetzt mein Draht rein. Da bin ich hier mit meinem Kragen am Gehäuse von dem Stecker. Und mit dem Ende bin ich auch am Gehäuse vom Stecker. Ja, jetzt kann man den Kragen kann man abmachen und das Ende kann man wegschneiden. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre vom Prinzip her so, wie es die Altvorderen gemacht haben, das Ende hier von dem Draht zu verzinnen. Soll man eigentlich nicht machen, weil wenn man verzinnt, hat man im Grunde dasselbe Problem, als wenn man die Drähte einzeln reinmacht, weil das Zinn unter dem Druck der Schraube nachgibt und dann kann es auch wieder passieren, dass zwar hier der Zinnklumpen drunter bleibt, aber die Drähte hier vorne abgeschert werden. Es ist allerdings so, dass es nie abfällt, wenn man es verzinnt. Und ich habe hier einen Ventilator mit, ich weiß nicht was, der hat 20 Watt oder so. Also da fließen ein paar hundert Milliampere maximal. Der Vorteil natürlich von so einer Hülse ist, dass die in jedem Fall die Kupferadern hier zusammenhält. Ne? Da kann sich also nicht auseinanderspleißen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einschraube, dann wird das nochmal richtig zusammengequetscht und dann hält das richtig stabil. So, dann werde ich mal zeigen, wie das geht. Wenn man jetzt hier keine Möglichkeiten hat, vernünftige. Ich mache jetzt hier einfach mal den hier mit der Zange hier ein bisschen zusammengepresst und jetzt einfach einmal hier mit dem Seitenschneider, ist ein bisschen Übung, muss man da haben, einmal lang gegangen und dann kann ich nämlich hier diese Hülle wegmachen. Jetzt habe ich hier hinten noch ein bisschen was zum Pressen und jetzt habe ich hier eine wunderbar kurze Aderenthülse drauf, ohne dass mir hier der Kragen im Weg ist und ohne dass es mir hier vorne ewig weit übersteht. Ne? Mache ich jetzt mit der anderen Seite genauso. Einfach. Mein Seitenschneider hier ist nicht mehr besonders scharf, deshalb kann ich mit dem solche Sachen machen hier. Also einfach abisolieren oder vom Prinzip her hier auch die Hülsen pressen. Eigentlich gibt es dafür eine Zange, aber da ich hier sowieso das Ende abschneide und den Seitenschneider einmal in der Hand habe, ist das dann auch egal. Man darf halt nur nicht zu doll drücken, sonst mal die Hülse anritzt, sondern nur so Rippen reinpressen. So. Mit dem ganz neuen Seitenschneider ist das ein bisschen schwieriger, aber der hat hier schon viel Missbrauch erleben müssen. So, okay, na, eine Seite ist ein bisschen kürzer geworden, aber das macht nichts. Kommen wir hier hin mit der Zugentlastung. Einmal hier, einmal hier. Ja, das reicht. Brauche ich also nicht nochmal hier trennen. So, bei diesen Zugentlastungen ist es wirklich das Einfachste. Man schraubt die einfach raus. Wenn man versucht irgendwie den Draht durchzuschieben oder so, ach, das ist am Ende die Zeit nicht wert. Rausschrauben, fertig. So, jetzt schraube ich mir hier die Drahtenden in den Stecker. Jetzt mag der eine oder andere auf die Idee kommen, ach, hier mit diesem Eurostecker, das ist mir hier alles zu spielig und ist alles so eng und wieso nimmt man nicht einfach einen ordentlichen Schuko-Stecker, der ist viel stabiler. Und baut hier einen Schuko-Stecker ran. Das Problem ist, Schuko-Stecker ist eben vorgesehen für Geräte mit Schutzerdung. Das heißt, die einen Schutzleiteranschluss haben. Haben wir ja hier nicht. Es gibt einen Stecker, der aussieht wie der Schuko-Stecker, aber keinen Schutzleiteranschluss hat. Wenn man jetzt einen Schuko-Stecker nimmt, also man kann das machen, man kann einen Schuko-Stecker nehmen und kann den Schutzkontakt ausbauen, rausnehmen
Und dann darf man einen zweiträgigen Draht anschließen. Das gibt es tatsächlich, solche Stecker, für Geräte, die eine höhere Leistung aufnehmen. Der Euro-Stecker ist ja nur bis 6 Ampere zugelassen. Und wenn ich schutzisolierte Geräte habe mit einer höheren Leistungsaufnahme, dann haben die halt diesen Stecker. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, leider. Aber die haben dann diesen Stecker, der für die schutzisolierten Geräte zugelassen ist. Der sieht im ersten Moment aus wie ein Schuko-Stecker, hat aber eben keinen Schutzkontakt. Kann man machen. Bei manchen Steckern kann man halt diesen Schutzkontakt rausnehmen und dann kann man die für sowas verwenden, wenn man das möchte. So, jetzt bauen wir die Zugentlastung hier ein. Man muss sich ehrlich sagen, hier viel hält das hier nicht vom Gefühl her, die Verschraubung, aber naja, gut. Das reichen tut's. Idealerweise wäre das jetzt hier vorne ein bisschen locker. Die Seite ist locker, die Seite ist nicht ganz so locker, aber naja. Ja, hier darf man nicht zu fest schrauben, nach fest kommt ab. Wenn ich einfach nur in die Plaste reindreht. Naja, das quetscht das dann nachher auch noch mal ein bisschen hier. Ich werde mal lieber doch noch mal hier einen ganz kleinen Schnitt machen hier, um den Kabeln hier noch ein bisschen Luft zu verschaffen, weil ich nämlich gerade gesehen habe, dass hier oben in der Kappe ein breiter Kragen ist. Dann brauche ich hier ein bisschen Luft um das Ding rum, damit es nicht allzu sehr presst. So, gut. Jetzt noch die Zugentlastung hier wieder rein oder den Knickschutz wieder rein. Drin. Zuschrauben. Ja. So, jetzt haben wir wieder einen ordnungsgemäßen Stecker dran. Das ist alles fest. Und dann mache ich mal hier Strom ran. Ventilator läuft. Alles klar. So, also Sichtprüfung ist in Ordnung. Funktionsprüfung ist in Ordnung. Kann ich die Marke wieder ranmachen hier. So, ist gut. Wird sowieso irgendwann demnächst wieder geprüft. Ist doch gar nicht zu sehen hier. Denn der Kollege da gemacht? Naja gut, ist egal, für die gelben Marken ist sowieso ein Ablaufdatum geplant und dann müssen die Dinger sowieso wieder in die Werkstatt. Interessant, dass hier gar nicht dran steht. Ah, Moment, das machen wir gar nicht, das macht eine externe Firma. Haha, kann ich es auf die Firma schieben. Weil die Geräte hier, die prüft eine andere Firma hier. Das machen wir nicht intern hier im Haus. Das ist ein bisschen kompliziert hier mit der Organisation. So, jo, das war's. Stecker wieder dran, der, warum auch immer, kaputt gegangen war. Wobei, fairerweise muss man sagen, manchmal brechen die Dinger schon. Aber man, naja, also man muss die schon ganz schön, naja, vermutlich einfach am Kabel schräg aus der Steckdose gerissen. Und dann hoffe ich mal, dass niemand den übrig gebliebenen Stift mit dem Finger aus der Steckdose gepult hat. Zutrauen würde ich das einigen. Gut, das war's. Schnell, kurz und schmerzlos. Tschüss.